Und dann sagen wir zurück zum Hauptmenü. Dann sagen wir Spiel. Dann sagen wir Konfigurieren. Unified Inventory ist aktiviert. Oh, okay. Das ist jetzt ein anderer Stand von Unified Inventory. Ja, ich hatte vorher weniger Abhängigkeiten. Wir sagen hier deaktivieren, aktivieren, speichern. Wir sagen Spiel starten. Wir sagen 2. Wo finde ich denn jetzt noch Steine zum Abarbeiten? Wir können ja mal sagen, du. Aber es hat nichts geändert. Seht ihr das? Ich kriege immer noch nur ein Kobbel. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, Bag. Ah, ist noch ganz viel Erde drin. Bag 2, die ist leer. Okay. Dann würde ich dich mal da wegnehmen, dich mal da wegnehmen, dich mal da wegnehmen. Okay, da habe ich unterschiedliche Arten von Bags. Dann würde ich dich mal da wegnehmen und dich mal da wegnehmen. Okay, der Kaputtungsstand war vorher auch ein bisschen anders. Dann würde ich das jetzt gerne nochmal probieren, aber dafür mache ich vorher wieder den Kobbel weg. Einmal. Immer noch nicht. Puh. Also ich probiere auf jeden Fall noch mal ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung. Ich muss vielleicht wahrscheinlich jetzt wirklich mal Google besuchen. Ich meine, ich kann es mir eigentlich nur wirklich mit dem Unified Inventory erklären. Alle anderen Mods machen für mich in dem Sinne eigentlich nicht wirklich Sinn. Da haben wir Erde. Alle anderen Mods machen in dem Sinne für mich eigentlich keinen Sinn, weil... Warum machen die keinen Sinn für mich? Weil sie wenig mit dem Inventar zu tun haben. Okay. Dann würde ich hier den Esser mal hinpacken, dann würde ich da nochmal das hinpacken. Das Card können wir eigentlich auch dahin. Okay. Ich wollte gerade fragen, wie bitte, aber okay. Medium Bag, Large Bag. So. Die Taschen, die habe ich ja vor Ewigkeiten mal gemacht. Meine Taschen sind gerade alle leer. Passt. Dann würde ich ganz gerne hier noch eine Schaufel mitnehmen. Einmal die Schaufel. Ich habe ja nochmal eine Spitzhacke, dann kann die dahin. Dann habe ich noch ein paar Sticks, die wollte ich auch mitnehmen. Ich wollte auf jeden Fall... ...nochmal so ein paar... So, 1, 2 und da ist... 1, 2, 3. Kann ich hier sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, sind wir bei 33. Sagen wir hier Inventar, sagen wir hier Crafting. So, können wir das so machen. Zack, zack und zack. Da müssten es aber eigentlich 48 sein. Jeweils. So, Inventar, das wären zu viele, das wären 46,
Das wären 45. Das wären 46 und das wäre okay. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Zack, kommst du wieder da drauf. Kann ich hier sagen, kommst du wieder zurück. Wunderbar. So, dann können wir hier nochmal, was wollte ich denn da drüben noch haben? So, das Glas. Glas dabei haben ist immer gut. Schraubendreher dabei haben ist auch nicht verkehrt. Das Erz brauchen wir nicht. Das Ding brauchen wir nicht. Die Axt. Dann würde ich die Axt aber lieber dahin tun. Das klingt alles gut. Okay. Da sind wir gerade. Dann können wir hier probieren, dann nochmal nach oben zu kommen. Hätten wir einen. Hätten wir zwei, hätten wir drei und wir haben natürlich nur einen. Okay. Eine Sache, die ich jetzt noch ausprobieren wollen würde, wäre alles deaktivieren. Deaktivieren. Deaktivieren, 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 speichern, konfigurieren. Speichern, spielen. Okay. Ja. Da habe ich auch ein paar unbekannte Gegenstände, das ist mir eigentlich gerade egal. Was mir gerade wichtig ist, ist 1, 2, 3. Upsale. Hopp und hopp. Und hopp. So. Und es ist immer noch nur einer. Also ich persönlich, ich weiß nicht, was der Spaß soll. Wir können noch einen Neustart probieren. Wir können noch einen Neustart probieren. Ob ich das glaube, weiß ich noch nicht. Habe ich Erde dabei? Ja, ich habe Erde dabei. 12. Und 12. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch echt zum Kotzen. Und lass mich lügen. Wenn ich jetzt die Erde hier nehme, zack, und sag, habe ich immer noch 12. Tatsache. Okay, wie gesagt, ich muss mir das ein bisschen angucken, was da los ist, warum das sich so abartig falsch verhält. Vielleicht ein paar Foren wälzen. Je nachdem. Haben wir Kobbel dabei? Nein, haben wir nicht. Ist aber kein Problem. Können wir einen holen. So, nehmen wir dich, nehmen wir dich. Sagen wir zu dir hier. Sagen wir zu dir. 7, 6. Ah, das ist einfach Grütze. Muss ich ganz klar sagen. Das ist einfach Grütze, so sollte das nicht sein. Wir müssen uns da überlegen, wie es da weitergeht. Weil so geht's ja nicht. Nee. Nee, nee, so geht es echt nicht. Gut, ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Ich muss da noch ein bisschen schauen. Cheerio mit Au, wir sehen uns. Horido. So, hallo und.
Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Und ihr seht so schon unten in der Statuszeile, ich habe 2 Kobbel. Und wenn ich jetzt hier mal. Bäm, ich habe 3 Kobbel. Hey, ist ja nicht mal schlecht. So, was ist passiert? Ich habe es inzwischen rausgefunden, ich bin manchmal so doof. Aber, was war denn das? Ach, das Trash-Ding ist deaktiviert worden, genau. Manchmal bin ich echt zu dämlich. So, was ist passiert? Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe ein bisschen mich abgemüht, bemüht. Und was habe ich herausgefunden? Ich habe herausgefunden Folgendes. Prefs. So, und wenn ihr das seht, dann seht ihr Singleplayer, das bin ich, hat irgendwelche Privilegien. Und wenn jetzt jemand sagen würde, grant me creative, war es so? So, dann habe ich plötzlich das Privileg creative und wenn ich jetzt den da mache, ups, habe ich nicht einen Cobblestone mehr. Und wenn ich jetzt sage, okay, komm, dann setzen wir dich wieder dahin. Fluff, habe ich auch nicht einen Cobblestone weniger. Das heißt, ich hatte irgendwann mal, warum auch immer, da machen wir das doch mal so, Revoke Single Player Creative. Ich habe mir irgendwann mal Creative-Rechte gegeben auf dieser Welt. Ich kann mich nicht dran erinnern, wahrscheinlich damals, als ich gesagt habe, hey komm, ich wurschtel das mal durch. Und da habe ich mir wahrscheinlich Creative-Rechte gegeben, einfach damit wir da durchkommen. Wie auch immer, wir haben das alles gar nicht nötig. Wir können die Welt einfach so zunichte machen. Interessant fand ich, wenn ich mir Creative-Rechte gegeben habe. Warum zum Geier ich dann trotzdem nicht volle Creative-Rechte habe, also quasi einmal hauen, dann ist das Zeug weg und so weiter und so fort, weil das hatte ich nämlich nicht. So. Aber ist ja auch egal. Oder ist ja auch nicht wirklich wichtig. Wir sind ja immer noch hier und versuchen, diese Welt auszuheben. Ich wollte es euch bloß mitteilen und euch zeigen, nachdem wir das jetzt geklärt haben, ich wollte euch bloß zeigen, damit ihr wisst, was da los war. Und ja. Sowas sind halt so Dinge, die kann man halt nicht live zeigen. Gut. Wie auch immer. Wir düsen hier weiter. Na toll. So, dann machen wir den nochmal weg. Und wir sehen auch, wir haben schon wieder richtig viele Kobels. So, ist die Frage. Mache ich den gleich weg? Mache ich den später weg? Machen wir erstmal die Erde hier weg. So. Dann Tam und da hinten noch den da, genau. So, dann haben wir hier die Erde weg. Dann würde ich hier eigentlich mal weitermachen wollen. So. Genau, und dann würde ich das eigentlich so weitermachen. Da hinten muss ich jetzt halt aufpassen, weil es da hinten natürlich sein kann, dass es mich dann auf die Fresse schlägt. Aber das wollen wir ja auch. Das ist ja immer das Ziel der Geschichte, dass es mich auf die Fresse schlägt. Gut, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir jetzt halt, ja.
haben wir hier mal ein bisschen weitergemacht. Sobald die Axt kaputt ist, gehe ich auf die Mies. Da muss ich mir auch noch mal gucken, ob es da vielleicht einen Mod gibt, dass es die automatisch. Ja. Das ist genau das, was ich meinte. Da muss ich aufpassen, sonst haut es mich auf die Fresse. So. Und dann düse ich immer weiter.